Herzlich willkommen zu Let's Play Far Cry 4. Far Cry Fallout 4. Far Cry 4, ja. So, dann gehen wir hier mal in die. Ins Baumenü. Denn wir haben ja heute vor, mal ein bisschen hier rumzubauen. Und. Ja, Strukturen. Diese Todeskralle in Concord war heftig, was, Mama? Ist ja. Hattest du so ein Mistvieh schon mal gesehen? Ja, wir müssen hier auch mal ein bisschen verwerten. Verwerten. Holztreppe. Tolle Minigun getötet. Nur mit einer Impro-Pistole und einer Kugel. Willst du mir sagen, du hättest eine Todeskralle erledigt? Mit einer Kugel? Für wen hältst du mich eigentlich? Das stimmt. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber wir bauen heute mal ein bisschen auf. Ja, oder du hattest viel Fantasie. Ich glaube, es wäre ganz cool, wenn wir hier die Treppe hier so hinbauen, oder? Macht das Sinn? Ist das geschmeidig? Ich weiß es nicht. Weil eigentlich ist es schon ganz cool, wenn man so aufs Dach hier könnte, ne? Aber ich glaube, die Leute schaffen das nicht, ne? Moment. Und was haben wir noch so? Dächer, Böden, Fertighäuser. Ah, okay. Strukturen, Fertighaus. Das könnten wir auch schon hinballern. Läuft das einigermaßen? Oh. Tja, ich glaube schon. Wenn ich aufstehe, sage ich mir, du musst einfach nur den Tag überstehen. Du hast einiges erlebt, Mann. Schlimme Dinge. Sag einfach Bescheid, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oh, nee, das will ich noch nicht. Was soll man hier böden? Ich weiß, dass ich ein bisschen durchhänge. Und ich versuche wirklich, mich zu bessern. Ach, dafür musst du dich nicht entschuldigen. Kümmer dich um deine Sachen, dann wird schon alles laufen. Okay. Danke, Sturgis. Danke, dass du nachgefragt hast. Na klar. Wir passen aufeinander auf. Holzböden. Ist auch ganz cool, glaube ich, so. Was, wenn wir sowas so selbst hier hinbauen? Kann man. Ja, man kann das komplett abreißen, ne? Verwerten. Mega! Mega, mega, mega. Mega cool. Dann hätte ich gesagt, komm dann. Warte mal, dann bauen wir hier ins. Dann fangen wir mal ganz. Dann fangen wir hier mal mit Wänden an. So ganz so Wände. So erstmal so eine Wohnungseingangstür hier. Wände, ist es äußere Aufsatz. Hüttenwandeingang. Also Eingang ist, glaube ich. Ach, das ist einfach nur. Das sah aus wie eine Tür, ne? Hüttenwandecke, ne. Was gibt's hier alles? Hüttenwandecke, naja. Ja, komm, dann bauen wir mal den Eingang. So, als allererstes. So, passt. So. Auswählen. Das finde ich auch ganz cool mal in dem Spiel, dass man hier so. Setzen wir dann einfach mal so. So. Verwerten. Dann sieht das mal ordentlich aus hier. So, machen wir hier weiter. Wände. Machen wir hier mal einfach Strukturwände, oder? Was ist das? Hüttenwand. Machen wir jetzt hier einfach mal. Geht es so? Der baut die direkt so ran. Das ist ja cool. Ich hätte es gern
dass du mir die so ranbringst. Oder muss ich da so eine Ecke bauen? Müssen wir dann... Nee, oder? Hüttenwand. Decke ist es, ne? Hätten wir dann eher die hinbauen sollen? Aber eigentlich ist das ja Quatsch, ne? Aber... Das Blöde ist, der hängt die direkt hier ein, ne? Direkt so, ne? Aber das wollen wir ja gar nicht. Das ist ja uncool. Das wollen wir ja nicht. Ich meine, so ist ganz cool. Ja, so. Aber jetzt halt so, ne? Hä, warum? Moment. Nehmen wir mal Tab. Oder nee, komm. Nein. Ja, komm, dann verwerten wir die nochmal, ja. Will ich mal gucken, ob wir da so eine Ecke nehmen müssen. Wände. Hier sowas nehmen müssen. Werten. Jetzt wieder so. Ja, das ist ein bisschen schwer hier zu bauen. Ist jetzt ja hart. Ja, damit werden wir zwar keinen Preis gewinnen, aber immerhin. Es geht ja im ersten Moment darum, dass wir hier schön schlafen und sicher schlafen. Oder ist das? Brauchen wir das hier? Das ist ja einfach nur eine Wand, ne? Das ist... Ja, zeig mal her. Wenn wir das jetzt hier setzen. Männchen mal. So, verwerten. Holzwand. Habt ihr die eigentlich immer? Warum kann ich die jetzt nicht einfach drehen? Er klippt die immer. Das ist ein bisschen doof. Wie gesagt, wir würden ja gerne ein bisschen rumbauen. Das ist ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Verwerten, ja.
Ja, wir bauen jetzt mal unseren eigenen Palast. Also wir müssen auf so Ecken gehen, ne? Das habe ich jetzt richtig verstanden, ne? Wir müssen, also die Wände können wir gar nicht benutzen, weil wir brauchen, ah, Holz haben wir nicht mehr. Seht ihr mal. Lass uns hier mal ein bisschen was verwerten. Ich brauche Holz. Hier. Hätte ich halt einfach gesagt, so wie es halt ranpasst, ne? Ist, glaube ich, am leichtesten. Oh. So. So, wir brauchen wieder ein Holz. So, dann machen wir hier mal eine Ecke zu wieder. Ender und Ender. Ja, zeig mal her den Bruchbunker hier. Ey, sagenhaft. Das will ich nur weg haben. Weil das passt jetzt nicht mehr hier. In unser astreinen Lebensstandard hier. Oh, der Baum ist noch gut. Nehmen wir aber erstmal hier den rumliegenden. So. Hä, war das nicht auch so eine Wand, wie wir schon hatten, ne? Hässlich wie die Nacht. Aber, jo. Es hat aber Schaden. So, dann würde ich gerne... Nein, ich würde gerne den Boden... Böden zur Treppe. Oh, noch ein bisschen Holz. Holz, Holz, Holz. Ich habe ja auch gesagt, wir kümmern uns jetzt mal in der Folge... bisschen hier die City. Halt nicht lange, weil wir müssen auch wieder auf die Jagd gehen. Wir brauchen ja auch wieder auf jeden Fall dann Requisiten. So. Dann Böden. Oh. Ich will Böden, ne? Enter. Ah, okay, scheiße, haben wir das falsch rum? Nee, eigentlich geht's doch gar nicht, oder? Nee, normal kannst du es gar nicht falsch rumsetzen. Na, egal. So. Für das Kaputtmachen von... für das Bauen von bestimmten Produkten erhalten wir jedes Mal schön viel Erfahrung. So, das heißt für uns... viele Bäume fällen. Können wir schön Betten da rein hocken. Hätte ich gesagt, dann können wir hier schön in unser Häuschen Betten rein hocken. Das ist doch falsch rum, oder? Mal auswählen. Falsch rum die Hüttenecke. Nein.
kenne doch jetzt auch keine. Ah. Ja, wir können da keine. Nur andersrum, ne? Dann mache ich erstmal hier verwerten. Wände brauchen wir nochmal, ne? Ah. Wände. Nee, die muss aber eigentlich so stehen dann, ne? Ja, so. So wäre es richtig. Ach, jetzt geht's. So. So. Ach, wir brauchen noch mal Stahl. Carsten, wir brauchen dich, Carsten. Schön ganze Nachbarschaft hier abgeschrottet. So. Um eine Hütte zu bauen. Wände. So, einmal so. Einmal so. Jo. Wird auch richtig schick hier. Richtig schick hier. Moment, dann will ich das nochmal anders da machen, weil das hat auch hier dann nicht gepasst, so, ne? Obwohl, doch, die setzen wir nochmal. Die Wand war wichtig, weil sonst können wir die hier nämlich nicht setzen. Nicht richtig setzt. Passt das jetzt? Ah, wir haben hier noch so ein, ja. Nicht so schön. Können wir die großen Baum ja preisen? Bestimmt eh nicht, ne? Ja, schade. So, Stahl haben wir nämlich nicht mehr so viel. Zack. Das ist hier so die Schandecke. Kommt hier einer durch? Nee, hier kommst du nicht durch. Und von der anderen Seite? Obwohl es ja eigentlich egal ist, werden wir hier angegriffen. Ich glaube eh nicht, oder? Oh. Hier kommt man durch. Was ist, wenn wir das hier mal wegmachen. Und so, hier eine hinsetzen. So eine Wand. Dann soll das passen, oder? Dann kriegen wir es irgendwie hin. So, we need more Stahl. So. Ja, dann machen wir es so. Genau. Dann haben wir es jetzt so, dann haben wir hier ein schönes Zuhause. Dann müssen wir leider hier nochmal alles abreißen. Ja.
weil wir natürlich wieder zu blöd waren, dies richtig zu deuten. Aber gut, da muss ich erstmal drauf kommen, ne? Passt das jetzt so, oder? Oder wir machen es mal anders da. Nimmst du die so an, wenn wir die so setzen? Nee, ne? Das heißt, wir müssen... Warte mal, wir haben dann... Warte mal, die wäre dann hier. Das heißt, wir müssten die eigentlich knapp bündig hier setzen. Hier so ungefähr. Dann ja. Dann hat er so. So. Dann brauchen wir die. Wir brauchen wieder Stahl. Heieieiei. Wieder Stahl. Ja, ich will es halt perfekt haben. Was ist perfekt, aber halt anschaulich. Und ich habe schon so eine kleine Idee. Mal gucken, ob wir das heute noch hinkriegen dann. Ja, es muss ja nicht. Also es sollte schon fast perfekt sein, aber hey, wenn es ein bisschen schräg ist, ist auch nicht so verkehrt. Böden. Oh. Böden. Da will ich hier die Treppe. So. Oh, können wir eigentlich? Ja, warum nicht? So. Geht das jetzt oder ist das zu krummelig? Das ist aber. Das ist aber hier, der Laminatschneider hier aber ziemlich. Ja. Kacke gebaut, ne? Schade, dass das so nicht. Nee, dass wir uns gemütlich hier hochstellen können, ne? Oder geht es so? Nehmen wir das nicht so rein, ne? Dass es so direkt anschließt. Sehr schön. So, jetzt machen wir die Hülle hier schön zu. So. Jetzt brauchen wir wieder Stahl. Was sonst? Wenn wir es brauchen, dann Stahl. So. Der letzte Ausweg. Bisschen hier. Na, geht es noch? Die Kleinen kann ich überall ranballern. So, wie
Richtig, da brauchen wir es auch noch. So. Ja, das ist noch nicht so schön hier. Das ist, wird keine Schönheit, aber egal, wir haben schon mal ein Dach. Ey, super. So. Ich will mal gucken, was wir noch da haben wegen Verpflegung. So, aber jetzt will ich noch. Also hier kommt man hoch. Dann Böden. Auf jeden Fall hier noch. Ja, da auch. Ja, das ist unser kleines Schussloch, da stolpern wir ja nicht drüber. So. Na? So, jetzt will ich noch gucken. Ich will das mit der Tankstelle hier verbinden, weil ich glaube, das ist auch ganz cool. Na, geht es hier irgendwie noch drauf? Jetzt hier noch ein bisschen Stahl uns holen, könnte man rein theoretisch, könnten wir dann noch hier noch mal zubauen, oder geht es? Ja, sehr gut, genau so wollte ich das, genau so in der Dreh habe ich mir gerade so ein bisschen vorgestellt, nicht viel, aber so ein bisschen. So, wir brauchen Holz. Boah, das frisst aber ganz schön, ne? Unsere Stadt zu bauen, das frisst. So, jetzt ist genau wichtig, dass wir nicht... dass wir nicht oben anpeilen, sondern eher unten. Sonst haben wir nämlich das Problem, dass wir dann den oberen... Schwung bauen. Das wollen wir nicht. Ich will so eine Höhe dann haben. So. Oh. Sag schon Holz. Holzböden. Kleinformat. Oh. Ja. Du bist hungrig. Du bist dehydriert. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt. Nein. Nein. Abbrechen. Kümmern wir uns jetzt mal um. Möbel, Dekoration, Energie, Schutz, Ressourcen. Wasser. Und zwar hier so eine Handpumpe. Die ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, ne? Wo setzen wir die am besten hin? Dass man es halt weiß, dass da Trinken ist. So, hier vors Haus, passt es. Hier geht's gut, ne? Ja, dann machen wir sie erstmal hier hin. Dann können sie ja jederzeit essen. Ja, pflanzen wir mal hier an, ne? Ja, So.
jetzt trinken wir hier erstmal. Wir müssen trinken und essen. Denkst du, wir seien Freunde? Ich will nur ein bisschen handeln. Naja, die brauchen wir nicht. Naja, ich dachte, wir können sie dazuweisen, aber gut. Was haben wir denn im Inventar zu essen? Wir können uns Kakerlakenfleisch dann kochen, ne? Eine Kochstelle? Ne, ich glaube nicht. Ne, müssen wir uns auch noch bauen. Werkstatt, also. Zurück. Ressourcen, sonstiges. Eine Glocke, eine Sirene. Schnellreiseziel, ja, das können wir ja eh nicht machen. Läden. Kronkorken, ja, okay, das können wir auch noch nicht. Energie. Generator. Zwei Zahnräder und Keramik brauchen wir. Wenn wir zwei Zahnräder und Keramik, dann könnten wir uns immer hell machen dann, ne? Können wir uns auch, glaube ich, die Bude. Aber wir bauen jetzt erstmal noch weiter. Ich will jetzt hier. Holz. Ich will jetzt hier noch ein Ende finden. Nicht mit dem nächsten anfangen. Ich will jetzt erstmal hier das hier fertig bauen. Nein. Genau das. So. Und hier würde ich jetzt erstmal eine Wand bauen, ne? So Holz. Oder so Fertighäuser, glaube ich. Da brauchen wir ein bisschen Stahl. Und dann würde ich nämlich so ein paar Fertighäuser hier hin klatschen. Dann sammeln wir jetzt mal alles, was irgendwie Stahl bringt. Wie gesagt, dann können wir nämlich ein paar... Ah, da hinten, das bringt uns auch nochmal Stahl. So, ein bisschen Holz. Weil dann könnten wir nämlich, dann können wir nämlich richtig schön hier, hier oben nämlich die Betten hinbauen. Dann können wir hier auch nochmal so eine kleine Treppe irgendwie bauen. Dann haben wir nämlich so einen kleinen Zugang über unser Haus hier, was wir jetzt gebaut haben. Und zu dem, da bin ich am überlegen, ob ich, da haben wir doch, so, Fertighäuser. Passt es, wenn wir das so hier ransetzen? Sieht es nach was aus? Oder wäre das cooler, wenn wir so durch... Ja, wisst ihr was? Ich glaube... Machen das so. Oh nein. Komm, das passt doch genau. Nein, passt's nicht. Aber könnte dann so ein Fertighaus hier reinpassen. So eine Leiter.
passt dahin, ne? Das ist cool. Das gefällt mir. So, jetzt Fertighäuser. Natürlich brauchen wir wieder Holz. Was auch sonst. Da holzen wir hier mal schön alles ab. So, dann könnten wir eigentlich die Treppe auch hier hinsetzen, ne? Brauchen noch hier kurz. Hier sind ein paar Planken hier. Zack, zack. So. Okay, das wird hier richtig krass. Ja, dann wollten wir jetzt hier Fertighäuser. Fertig aus. Aber wenn würde ich ein Zunis nehmen, oder? Ja, das ist auch noch nett. Wir brauchen noch mal ein bisschen Holz. Jo, irgendwas hat's. Ich meine, wir können ja immer wieder dran weiterbauen, ne? Das ist ja das Schöne. Ach, sie ist zugewiesen, ne? Und das. Ja, mach deine Arbeit los. Dafür bezahle ich dich. Beides. Stahl und Holz. Da unsere Container. Da hätte ich nämlich erstmal gesagt, dann lassen wir erstmal fünf. Die fünf Betten, die er ja will. Weil er gemeint hat, machen wir Betten. Da hätte ich die nämlich erstmal gemacht. Stahl 10. Hätte ich die nämlich rausgehauen und hätte danach dann erstmal die Betten gesetzt und danach so, wir haben jetzt wir haben jetzt die sag schon, wir haben jetzt dann gleich die Betten erstmal. Und dann können wir, wie gesagt, erstmal ein bisschen, ja, mal gucken, weitermachen in der nächsten Folge dann. Also wie gesagt, wir haben ja jetzt erstmal das auch gehalten, was wir vorhatten, indem wir einfach mal ein bisschen gebaut haben. Und hier mal ein bisschen vorangekommen sind. Aber wie gesagt, wir brauchen auch eigentlich noch ein bisschen. So, jetzt haben wir das. Nein. Wir brauchen Möbel, Betten.
Stoff? Wo kriegen wir Stoff jetzt her? Haben wir hier noch was? Ja, wo kriegen wir denn jetzt Stoff her? Ne, für Betten brauchen wir immer Stoff. Indem wir einfach Möbel kaputt machen. Sehr gut. Stoff. Ah, safe, da ist ein Safe. Abbruch. Ja, wir bauen jetzt erstmal schnell die Betten fertig hier. Betten. Wir brauchen noch zwei Stück. Zwei Stück müssen wir noch. Drei Stück. Oh. So. Ender. Was fehlt uns? Stoff wieder. Stoff noch holen. Stoff, wie das klingt. Stoff. Holz, Stoff. Sehr schön. Ja, Holz. Stoff. Abbrechen. Hier sind überall noch Saves, ne? Die haben wir noch gar nicht geknackt, weil wir es gar nicht können. Gummi. Dann gehen wir da noch rein. Schutz haben wir auch noch null, ne? Schutz müssen wir halt auch irgendwann nochmal, aber... Ja, da hätte ich erstmal gesagt. Da hätte ich dann gesagt, das machen wir dann, wenn wir... Gasverdichter? Grasvernichter? Hey, Gasverdichter, hä? Ja. Stoff. Sehr schön. Haben wir jetzt? Können wir jetzt noch? Ja, wir können noch zwei Betten bauen. Das ist mir wichtig. So, zack. Und abgeschossen. Ach herrje. Ja, dann bauen wir jetzt aber noch hier. Jetzt haben wir 5 Stück gebaut. Jetzt bauen wir auch 5 Stück. So, dann gehen wir mal. Oh nein. Da müssen wir zu Strukturen, Holz. Böden. Hä, wo ist denn da eingelagerte? Oder gibt es da einen extra Posten mit eingelagert? No. Ja, dann. Holz. Nehmen wir wieder Böden. Echt interessant, ne? Was man hier alles bauen kann, dann so. Ja, dann mache ich das noch so. Dann mache ich hier noch schön die Platten leer. So. Ja, krass, ne? Schon hier richtiges Bumskabus gebaut. So. Was ist er denn? Das ist unser Bunny. Hallo? Ist er hier drin?
Auf jeden Fall speichern wir jetzt mal. Nicht, dass das hier alles weg ist. Das ist schon mal auch ganz wichtig. Na, wo ist denn unser Kumpel? Map. Daten. Aufgaben. Ja, da ist er. Da ist er. Hier irgendwo ist er. Ach, da ist er ja. Oh, scheint wirklich was zu werden. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Ja, logisch. Ich bin dran. Sauberes Wasser kommt sofort. Super, vielen Dank. So, dann würde ich auch sagen, dann machen wir mal zwei Brunnen hin. Komm, dann machen wir mal hier noch gemütlich einen hin. Dann machen wir. Ressourcen. War sehr. Wir brauchen nochmal Stahl und ein Zahnrad. Haben wir das nicht? Du hast bestimmt deine Gründe, aber. Haben wir hier nicht irgendwie ein Zahnrad? Keramik. Haben wir hier was einstecken, was? Säure, Leder. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie aus dem Inventar genommen wird. So, wenn wir jetzt noch ein Zahnrad... Für mich sieht das nach Schrott aus. So, was ich auch mal gucken wollte, war sehr... Keramikstahl, okay. Und wir brauchen zweimal. Dann baue ich noch so. Oder probiere es mal. Energie. Generator. Produziert. Naja, dann brauchen wir wieder Zahnrad. Generator, Windrad. Das ist. Also auch wieder Zahnrad. Ja. Ja, da können wir leider erstmal. Niemand mithelfen. So, lagern. Das können wir mal. Das. Kommenden Erinnerung. Obwohl das kommenden Erinnerung nehmen wir mal mit. Feder. Ergänzglas. Kupfer. Leuchtfackel, das ist alles okay. Das können wir auch nochmal verkaufen. Melonenblüten. Kleber, das. Okay. Gut, da haben wir erstmal hier alles raus. Hab ich schon wieder Durst, ne? Müssen wir schon wieder was trinken. Ich wollte doch nochmal gucken, was. Ob es da irgendwie so eine Kochwerkbank gibt. Gab es da auch irgendwas, oder? Wollte ich jetzt mal gucken, ne, ob es da gibt's doch irgendwas, oder? So. Dekoration. Jeden Herstellung. Ach, bin ein lokaler Anführer, okay. Und das erlernen wir dann.
Dann hätte ich noch gesagt, komm, dann machen wir auf jeden Fall noch. Also, nicht weil ich jetzt so geil drauf bin, sondern weil ich glaube, wir haben bald ein Level up, ne? Deswegen hatte ich vielleicht vor, dass wir hier noch kurz trennen. Dass wir hier so anfangen. Ah. Wände. Was fehlt uns? Stahl. Carsten, du fehlst uns mal wieder. Aber dann ist es automatisch, wenn wir was... Nee, ne? Eigentlich nicht. Also wir führen es ja nicht mit. Wir führen es ja eigentlich nicht mit. Weil sonst hätten wir es ja eigentlich schon gehabt. Also glaube ich nicht, dass wir die Sachen mitführen. Oder wird uns alles angezeigt? Das muss ich noch herausfinden. Das ist eine gute Frage. Ich will nämlich eigentlich noch... die Wände ziehen und das Level Up jetzt noch mitnehmen. Wir kriegen ja für alles, was wir bauen, ja ein Level Up. Und somit habe ich vor... Das war jetzt doof platziert. Dann zack. Verwerten. Wände. Da brauchen wir nämlich mal so eine. Jetzt nicht. Dann bauen wir es halt extravagant und extra schön. Dann machen wir es halt so. Zack. Schön. Ach, guckt euch das an. Ah, scheiße, ja. Aha. Wir brauchen die. Eigentlich war es schon richtig, ne? Die hier oben brauchen wir. Das war schon richtig, ne? Die. Und dann brauchen müssen wir die bündig hier so hochsetzen. Das hat schon gepasst. Nur... Das hat gut gepasst gehabt. Wir müssen nur aufpassen. Wir müssen die nur richtig setzen wegen diesen Böden, glaube ich. Wir brauchen Star. Wir brauchen viel Star. Können wir es jetzt ordentlich setzen?
Wir können das nur so schräg, ne? Und dann. Oh, Level up. Ja, und dann wird es so schräg, ne? Ja, obwohl. Das ist eigentlich recht wurscht, ne? Aber jetzt haben wir genau das, was wir noch wollten. Bis zum Schluss hier. Dann gehen wir nicht immer raus. Wie viel Gewicht haben wir? 213, das ist optimal hier. Sehr schön. Jo, ist jetzt. Also ich denke, es wird kein. Also ich denke, es wird jetzt nicht irgendwie eine super mega geile Belohnung für erhalten und kriegen und sonst was, aber eigentlich nicht verkehrt. Oh, so, jetzt machen wir auf jeden Fall noch unser Level up. Das ziehen wir jetzt nicht durch. Obwohl ich jetzt nochmal kurz gucken. Was man hier machen können? Das Dimpacks stellen Gesundheit wieder her. Es ist ja. Ach, Level 18. Anforderung nicht erfüllt. Okay, wir müssen da auch gucken. Es ist ja. Glück. Wie gesagt, den einen finde ich auch ganz cool, der hier, aber es bringt mir halt nichts, wenn der ab und an nur kommt, ne? Ich glaube, entweder hier. Ne, komm, wir gehen auf schadensresistent. Ja, ich glaube, das ist erstmal besser. Mein klar, Gewicht ist auch mal wichtig, dass wir es mitnehmen können, aber ich glaube, schadensresistent ist noch ein kleines bisschen. Ja, was ist noch ein kleines bisschen wichtiger, aber es ist genauso. Ja, es ist genauso wichtig. Und das andere. So. Wo wandern wir eigentlich als nächstes hin? Ah, wir wollten doch nochmal nach Dingens, ne? Wir wollten doch jetzt nochmal nach Covenant. Tue ich mir auf jeden Fall mal Covenant merken. Und dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge mal nach Covenant nochmal wandern. Dann würde ich aber hier so lang laufen, dann würde ich hier mal runtergehen und hier mal noch ein bisschen alles angucken. Boah, wir haben es einfach geschafft, ne? Wir haben schon ein bisschen was gebaut jetzt. Warte mal, eine gute Stunde hier, wo wir mal schön gebaut haben, wo wir halt auch mal zu was kamen. Wo wir jetzt mal uns darum gekümmert haben, Sanctuary. Dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge mal hier nach Covenant wieder runter. Und von Covenant dann will ich mal nach Diamond City auf jeden Fall hier runter. Weil dann haben wir Covenant. Dann wäre ich hier mal hier runter gegangen nach Diamond City, ne? Diamond City. Und Diamond City dann mal gucken. Dann können wir hier ein bisschen rumrennen mal. In dem Bereich so, das ist so das nächste und dann können wir wieder mal nach Sanctuary zurück. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, es war heute mal eher ein Sanctuary, mal eine ruhige Folge, mal ein bisschen gemütlich bauen. Haben ja, wie gesagt, wie man hier sieht, ein bisschen manche was. Manche Tage sind hart, aber selbst die sind mit der Zeit immer einfacher zu ertragen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.